Ich glaube, es ist Balsam für die Seele. Also, endlich wieder mal ein Heimsieg. Ja, es ist noch unbeschreiblich, aber im Endeffekt jetzt haben wir wieder 3 Punkte gemacht und das ist gut fürs Herz. Ja, ich denke, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben dann vielleicht aus dem Nichts das Gegentor gekriegt. Aber wir haben uns nicht verunsichern lassen, haben weiter drauf losgespielt und sind heute Gott sei Dank dafür belohnt worden. Und es ist mal sehr wichtig, dass wir mal zu Hause 3 Punkte geholt haben. Ich denke natürlich, wir haben vielleicht kurze Zeit den Kopf hängen lassen, aber natürlich dann wieder die Köpfe in die Höhe. Und somit haben wir das 1-1 erzielt vor der Pause. Das hat uns natürlich sehr gut, denke ich, getan. Und ja, danach 2-1 gewonnen, das zählt. Ja, heute war es wirklich gut, wie uns die Fans dann vorpusht haben. Und natürlich, das motiviert die Mannschaft. Und ja, ich denke, wir haben es heute ganz gut zurückzahlen können. Ja, ich habe gespürt, wer weggegangen ist. Wie soll ich sagen, man schaut dann den Ball nach und dass er dann genau reinfällt. Ich bin froh, dass er reingefallen ist und nicht wieder auf die Latten oder vorbei. Ja, es war super. Ich denke, wir können sicher viel positive Sachen mitnehmen, aber wir müssen es genauso gut analysieren, weil nächste Woche geht es dann schon weiter. Und ja, jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel und wir werden alles geben. Wir waren laut am Platz, positive Energie ist wieder am Platz gewesen. Und ja, wie soll ich sagen, wir sind kompakt verschoben und nach vorne hin haben wir halt unsere Chancen auch genutzt. Und deswegen, ja, 2-1 Heimerfolg und so passt es.